Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Herzlich willkommen zu einem erneuten Termin der Prozess- und Kommunikationsmodellierungsübung. Und wir sind jetzt mittlerweile schon auch vom Design Thinking Prozess, zumindest von den Phasen, die wir hier durchbesprochen haben, mal relativ weit fortgeschritten und werden uns jetzt schon langsam mal den ersten Überlegungen zu diesem Functional Prototype, mit dem wir dann die Übung abbrechen, ankommen. Und was wir im Rahmen der Übung jetzt zeigen wollen, nachdem es ein wesentliches Thema ist, ist Workflows und das Thema Execution. Ja? Das heißt wirklich immer, wenn wir von Geschäftsprozessen, die wir dann ausführen und so weiter sprechen, ist, schauen wir uns mal an, was da eigentlich dahinter steht. Und das, was wir jetzt da präsentieren, ist eine Möglichkeit, so ein Functional Prototype zu präsentieren und aufzubereiten. Ja, das sieht man jetzt dann auch in der Quellcode der Präsentation, für den es interessiert. Das haben wir wieder da zurück. Wie gesagt, das ist eben eine Möglichkeit, das zu machen. Es muss jetzt nicht jeder so machen, es ist jedem überlassen, aber grundsätzlich kann man sich zumindest vom Detailgrad hier Beispiele nehmen. Und die große Frage ist immer, wenn man jetzt von Business Process Management spricht oder von Workflow Management, na, wo ist denn da eigentlich die Abgrenzung? Und ich glaube, das Thema Geschäftsprozessmanagement, das haben wir in der Vorlesung oder in der Übung mittlerweile adressiert. Und was muss ich darauf alles für mitnehmen soll? Es wird spannend, es dauert nur, bis ich den Sitzplatz habe. So, machen wir weiter. Wir waren gerade bei der Fragestellung, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Workflow-Management und Geschäftsprozess, also Business-Process-Management. Und was ich da mitnehmen sollte, ist, dass eigentlich diese ganze Ausführungsthematik ein Unterteil des ganzen Geschäftsprozess-Managements ist. Also das geht darüber hinaus. Also das Geschäftsprozess-Management ist jetzt einmal grob einmal so definiert, es geht um irgendeine beliebige Kombination oder Ablauf der Aktivitäten, die Geschäftsprozessmodellierung, Automatisierung, Ausführung, Steuerung, Überprüfung, Optimierung etc. betreffen. Ja? Und in diesem Aktivitätsblock ordnet sich eigentlich dann das ganze Workflow-Management ein. Und nämlich genau dort, wo es dann um die Ausführung auch hin zur Steuerung und Optimierung geht. Grundsätzlich sollte diese Abbildung vielleicht ein bisschen anders gemalt oder jedem Teilnehmer ein Begriff sein. Es ist grundsätzlich der klassische Ablauf von Business Process Management Aktivitäten, sogenannte BPM Lifecycle. Der fängt einmal an, wir gestalten basierend auf irgendeinem Input einen Geschäftsprozess, modellieren das einmal im ersten Schritt und bringen es dann von dem Modell, so wie es wir zum Beispiel alle gemacht haben, mit BPMN oder auch mit SBPM hin zur Ausführung. Und gerade dieser Punkt 3 ist, dass wir uns einmal reinschauen, das ist vielleicht für jemanden, der mit dem noch nichts zu tun hatte, was da eigentlich dahinter steht, der abstrakte Begriff. Was heißt denn, ich habe da jetzt mal so Kasten auf dem Zettel drauf und ich führe das dann aus, was heißt denn das eigentlich und was kann ich denn damit machen? Und spielt dann aber auch weiter in Punkt 4, nämlich das Monitoring von Prozessen, sprich diese ganzen KPIs oder Analysen, wie läuft denn das Ding, bis hin dann diesen Input zu verwenden, um dann auch eine Optimierung herbeizuführen. Generell, wenn jemand fragt, was ist denn eigentlich ein Workflow, was ist denn eine Workflow-Ausführung, kann man das anhand von den paar Punkten relativ gut definieren, wenn ich gerade was darum geht, was ist denn der Unterschied zwischen einem Geschäftsprozess, die wir vielleicht schon alle miteinander modelliert haben, und einen Workflow. Und beim Thema Workflow steht an erster Stelle, es geht wirklich immer hier um die in Klammer IT oder irgendwie werkzeuggestützte Automatisierung und Ausführung, ja, nämlich von Arbeitsabläufen.
Und diese Arbeitsabläufe, die können sich auf entweder ein ganzes, einen ganzen Geschäftsprozess oder auch ein ganzes Geschäftsprozessmodell oder aber auch nur Teile davon beziehen. Das heißt, ich habe jetzt in meinem Unternehmen irgendeinen Prozess, den haben wir vielleicht da irgendwann mal modelliert und jetzt überlege ich mir mal, welchen Teil davon möchte ich denn bitte wie gerne IT-gestützt automatisieren. Bleiben wir jetzt damit. Ich glaube, das Automatisieren ist der bessere Begriff zur Ausführung. Und die Grafik ist ungefähr so alt, wie es ausschaut, aber es ändert sich an den Inhalten nichts. Und da sollen Sie eigentlich zwei Begriffe ganz wichtig mitnehmen, ist gerade diese Unterscheidung zwischen der Build-Time und der Runtime. Genauso wie es die neue Serverphänomene in der Softwareentwicklung gibt, gibt es das auch im Workflow-Management bzw. im BPM. Und man sagt, gut, zur Build-Time, da sind wir jetzt in der Lifecycle-Phase, wir haben jetzt das Prozessdesign. Da werden die Modelle erstellt, da modellieren wir. Ja, da haben wir dann irgendwelche Geschäftsprozessmodellierungstools, die mir das unterstützen. Und am Ende vom Tag, wenn ich mit dem fertig bin, fällt mir dann eine Prozessdefinition raus, wie auch immer die dort ausgestaltet sein kann. Das kann irgendein XML-File sein, aus zum Beispiel unser .bpn-Modell, was wir erstellt haben, im Camuda-Modeller widerspiegelt. Und genau diese Prozessdefinition steht an der Grenze zwischen der Runtime. Runtime sind wir dann dort, wenn wir diese Geschäftsprozessdefinition zur Ausführung bringen wollen. Ja. Und was da eigentlich ein Knackpunkt ist, ist, wenn ich diesen Schritt jetzt hin zur Runtime vorhabe und den wagen möchte sozusagen oder auch das einfach benötige, dann habe ich auch andere Anforderungen an die Prozessdefinition, die da rausführen soll. Wenn man jetzt sagt, ich mache jetzt ein Geschäftsprozessmodell, das haben wir in der Vorlesung gehört, für was ist der Zweck, wieso modelliere ich denn eigentlich? Dem möchte nur einen groben Überblick geben, um mich da verorten zu können, was für grundsätzliche Aktivitäten sind denn notwendig, wer ist denn da beteiligt? Dann habe ich einen weniger Detaillierungsanspruch, wie man das wirklich automatisiert zur Ausführung bringen möchte. Weil Ausführungsumgebung, der Computer im Endeffekt, der Tool, kann ja da nichts reininterpretieren. Der wertet das aus, was dort steht. Das heißt, da ist dann wirklich kritisch, dass, super Beispiel, bei den Verzweigungen, bei einem XOR-Gateway, wirklich die Bedingungen eindeutig angegeben sind. Sonst weiß der Rechner ja nicht, gut, geht es links oder geht rechts. Ein Mensch kann das vielleicht was reininterpretieren, wo es dann auch semantisch problematisch ist, aber spätestens da habe ich wirklich relativ rigorose Anforderungen an das, was ich spezifizieren muss. Und das muss immer klar sein, wann ich die Modellierung durchführe. Und wir gehen jetzt damit davon aus, ich habe jetzt so eine Prozessdefinition fertig, da gibt es dann irgendwo sowas wie einen Workflow Enactment Service, ja, auch genannt Workflow Engine oft. Und das ist einfach jene Komponente, die diese Prozessdefinition reinkriegt und dann eben dieses zur Ausführung bringen durchführt. Und da habe ich dann drei wichtige Aspekte. Einmal diese Workflow Control Data, das sind jene Daten, die ich brauche, um eben diese Ausführung zu steuern. Genau diese Fragestellung, gehe ich jetzt links oder rechts, ist die Rechnungssumme größer als 1000 Euro oder ist sie kleiner? Was für Daten sind da dahinter, um diesen Kontrollfluss zu steuern? Und die können, wie man da unten sieht, ist da auf der Runtime-Ebene, müssen nicht unbedingt direkt im Modell reinkodiert sein, macht ja relativ wenig Sinn. Sondern ich kann da eigentlich dritte Applikationen, andere IT-Tools, andere Services ansprechen, die tolle Daten rausholen, weil zum Beispiel genau bei dieser Rechnungssumme werde ich genau die Rechnungen oder irgendwelche Kontodaten, welche Kundendaten etc., die habe nicht in meiner Webseite speichern, sondern einfach nur die dazu verwenden, in bestimmten Abfolgen mir die Daten aus anderen Quellen zu holen. Und wie das Ganze dann umgesetzt werden kann, das schauen wir uns dann in späterer Folge an. Ja. Aber der Kern dieser Ausführung ist immer diese Workflow-Engine mit Schnittstellen zu anderen Tools im Unternehmen. Das ist mir eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, weil klingt jetzt vielleicht beim ersten Hin schon trivial, aber es ist immer ein Knackpunkt rein von der Denke her. Ja? Dass man einfach sich überlegt, was ist der Unterschied zwischen einem Prozessmodell und einer Prozessinstanz.
wenn ich etwas zur Ausführung bringe, einen Prozess, von dem ich instanzieren möchte, ist das eine wahnsinnig wichtige Unterscheidung. Nämlich ein Prozessmodell, haben wir vorher gesagt, ist genau diese Definition, Beschreibung, die Festlegung eines Geschäftsprozesses in meiner gewählten Notation. Ich habe dann ein BPM-Modell, wo das drinnen ist. Und eine Prozessinstanz, die mir ganz wichtig ist, ist die Ausführung eines Prozesses, die Instanzierung eines Prozessmodells in einem konkreten Fall. Ja? Und da haben wir jetzt auch wieder gehabt, weil wir immer die Diskussionen waren bei uns jetzt in der Übung, diesen Bestellprozess bei dem Supermarkt, den wir abbilden müssen. Ja? Da, dieser Bestellprozess an sich, wie kann die Ware nachliefern und in das Regal einräumen? Das ist das Prozessmodell. Das ist überlegen, was ist da definiert, welche Schritte sind notwendig, was für Pfade gibt es, etc. etc. Das in meinem Modell ist das Prozessmodell. Wenn ich jetzt Doritos nachbestellen gehe am Mittwoch, den 2. Oktober 2018, in 3 Kartons, und der Herr Meier das einräumt ins Regal, das ist dann eine konkrete Prozessinstanz dieses Modells. Dem Prozessmodell ist es ja grundsätzlich egal, ob man da jetzt Doritos bestellt, ob man da jetzt Apfelmus bestellt oder eine Mülleinnahme. Es ist dieses Nachbestellprozess, der definiert ist. Und für jeden Nachbestellschritt, für jede Nachbestellung eigentlich beim Lieferanten, habe ich dann eine konkrete Instanz. Und da muss man immer diese Denke sie mitnehmen, gerade wenn man zur Modellierung geht und sagt, passt. Wir müssen auf der Modellebene denken an dem Schritt und nicht auf der Instanzebene. Weil ich kann vielleicht in einer Instanz, also ich tue jetzt diese Chips nachbestellen, brauche ich vielleicht einen kompletten Pfad vom Modell eigentlich nicht, der aber dann schlagend wird, wenn ich irgendwelche Glasware nachbestelle und so weiter. Also da muss man extrem aufpassen. Für die Programmierer unter uns, die Analogie ist im Prinzip Klasse und Objekt. Ja? Ich habe eine Klasse Person mit Vorname, Nachnamen, Alter und die kann ich beliebig oft instanzieren und dann ist das der Florian Krenn einmal als Instanz, einmal der Stefan Opel, einmal die Claudia K. und so weiter und so fort. Ja, genau, nichts anderes ist das mit Prozessmodell und Prozessinstanz. Und klingt jetzt, ja, nur nett, passiert aber extrem viele Fehler. Sehen wir jetzt Semester eigentlich wieder. Und wir wollen jetzt nämlich Abläufe im Unternehmen automatisieren. Das heißt, IT-gestützte Steuern. Ich weiß jetzt, wie funktioniert bei unserem Urlaubsantrag. Ich kann das entsprechende Tool aufmachen und kann die benötigten Schritte in meinem Workflow befolgen, sodass ich endlich dann nochmal vom Urlaub gehen kann. Ja? Oder bei unserem Bestellprozess, ich habe dann am Ende vom Tag, ich habe den Prozess modelliert, bringe diesen Prozess dann zur Ausführung und habe dann im Endeffekt ein IT-System in der Tool, was genau diesen Prozess abbildet und mit dessen Werkzeug, mit dessen Hilfe ich genau diesen Bestellprozess umsetzen kann. Ich kann aber die Ausführung im Allgemeinen auch für andere Sachen verwenden. Ich muss das nicht immer wirklich im produktiven Einsatz haben. So, es gibt eigentlich auch Stufen davor, wo mir die Ausführung schon unter die Arme greift. Stichwort ist Validierung. Validierung beschreibt jede Aktivität, einfach die Kontrolle des Prozessmodells auf die semantische Richtigkeit. Passt das, was wir da modelliert haben? Funktioniert das so, wie wir uns das vorstellen? Das kann man zwar natürlich auf dem Blatt Papier, auf dem Bildschirm anschauen, aber es macht natürlich gleich viel mehr her oder ermöglicht den Leuten einen besseren Einblick, wenn man da mal schnell einen Prototypen draus generieren kann, sich wirklich die Leute holt, die in dem Prozess beteiligt sind und die das sozusagen einmal durchspielen können. Und einfach mal ausprobieren. Das simulieren wir sozusagen, im Endeffekt, wir spielen einmal so einen Bestellprozess durch und schauen, passen die Kommunikationsflüsse, haben wir irgendwo einen Deadlock drinnen und das nicht nur auf eine statische Analyse vom Modell, sondern das wirklich auch mal im Rahmen der Ausführung. Und jetzt ist mir gerade selber passiert, jetzt habe ich gerade gesagt Simulierung oder Simulation und da muss man schon unterscheiden. Ja? Weil ich kann jetzt zwar ausführbar machen, zum Beispiel, ich glaube, Stefan, tust du mir das Tool herzeigt einmal, sagt man, kann das da Schritt für Schritt durchgehen, kann die beteiligten Rollen sagen, was haben die für Tasks und dann vielleicht auch mal eingreifen zu Notizen machen. Das haben wir eher im Bereich der Validierung.
die Simulierung oder Simulation geht da einen Schritt weiter. Da geht es vielmehr eigentlich darum, nicht unbedingt zu sagen, haben wir das jetzt richtig abgebildet, sondern wir schauen, wie verhält sich das Modell. Wenn ich das zum Beispiel 100 oder 1000 Mal instanziere, da geht es dann Richtung Identifizierung von Bottlenecks. Und da muss ich mir dann auch überlegen. Wie haben wir gerade gesagt, ich habe in einem Prozessmodell mehrere Pfade durch. So. Aber pro Instanz gibt es genau einen Pfad von Anfang bis zu Ende. Das heißt, wenn ich ein Modell zur Simulierung heranziehen möchte, dann muss ich mir einmal überlegen, dass ich mal einen Schätzwert abgebe, wie lange dauern denn einzelne Aktivitäten, dass ich dann einen Überblick kriege, wie lange ich zum Beispiel in der Gesamtdurchlauf habe, irgendwelche Bottlenecks, dauert das übermäßig lange. Und ich muss mir überlegen, wie schaut denn eigentlich die Wahrscheinlichkeitsverteilung aus bei Entscheidungen, wie oft wird denn vielleicht die Rechnung höher als 1000 Euro ausmachen und wie oft wird es weniger sein. Wie oft hat der Lieferant die Ware nicht lagern und wie oft nicht? Ich muss einfach mal sagen, gut, ich gehe mal davon aus, das ist so. Und mit diesen gegebenen Parametern schauen wir dann an, was habe ich denn wirklich eine geschätzte Zeitersparnis bei, oder Geldersparnis bei 100 Bestellvorgängen. Kann man probieren, funktioniert das so, wie wir uns das alle vorstellen, und bringt das dann wirklich den Mehrwert, den wir uns im Designprozess überlegt haben. Genau, er bietet eben einfach die Möglichkeit zur Identifikation von Schwachstellen, beziehungsweise nämlich auch gerade dann, und das sind wir ja gerade, weil ich in diesem Business Process Reengineering, Redesign bin, in der eigentlich letzten Phase von BPM Lifecycle mit dem Optimize, dass man mal anschaut, jetzt haben wir da was verbessert, jetzt haben wir da was optimiert, tut das jetzt wirklich oder macht das vielleicht hinten raus, weil es irgendwelche Nebeneffekte gibt, die Änderungen jetzt auch noch schlechter. Aber auf der anderen Seite wieder, gerade durch diese benötigten Definition von Zeitdauer, Wahrscheinlichkeiten etc., ist es natürlich auch ein nicht zu unterschätzender Aufwand. Und da kann am Ende vom Tag auch sowas rausfallen. Ja? Und das muss gar nicht in der Simulation sein. Man kann zum Beispiel sagen, gut, wir machen jetzt unsere Bestellprozesse im Produktivbetrieb und die meisten sowohl als kommerziell verfügbaren als auch hier frei verfügbaren Ausführungsumgebungen bieten wir schon im Produktivbetrieb Analyse-Sachen an. Da kann man zum Beispiel Sachen rausfahren wie diese Heatmap, wo man dann sieht, gut, auf alle meine Instanzen vielleicht für einen gewissen Zeitraum, wo ist denn die meiste Zeit hängen geblieben? Oder wo waren die meisten Aktivitäten? Da sieht man, dass gerade, ich glaube, bei dieser Agentur oder was das da ist, vor dieser Entscheidung, da eigentlich die meiste Zeit liegen bleibt. Das mag jetzt nicht immer so schlecht sein, vielleicht ist das einfach der aufwendigste Prozess. Es kann nur darauf visualisieren und darstellen, dass es vielleicht auch unerwartete Stellen gibt, wo einfach irgendein Bottleneck ist in meiner Produktivität. Ja, vor allem auch das kann man nur, das wirklich. Ja. Das heißt, da gibt es jetzt die Funktion auch. Das ist jetzt aber nur in der Bezahlung. Aber das ist aus dem Kamut raus, das Feature haben wir schon relativ lang und was ich jetzt gelesen habe, wenn wir jetzt kurz mal schauen, was die ganz neue Version kann, da haben sie weiterentwickelt und machen da weiter. Und das ist eigentlich ein guter Überblick, das ist Kamut-Cockpit, wir schauen noch in rein, bietet. Genau. Wie haben wir gerade vorher gesagt, jetzt nochmal einen Schritt zurück, wenn wir jetzt an die Grafik denken, zur Runtime habe ich sowas wie ein Workflow Engine, so ein Enactment Service, und der muss unterschiedliche Daten da wahrscheinlich zuholen. Und dazu werden andere Services, andere Dienste angesprochen. Und da sind wir relativ schnell in der Begriffsdiskussion oder in der, nicht Diskussion ist jetzt das schlechte Wort, aber einfach mit diesen Begrifflichkeiten beschäftigt, mit der Orchestrierung und der Choreografie. Immer wenn ich irgendwelche Dienste zusammenspielen, zusammenarbeiten, sie irgendwie austauschen lassen muss, dann bleibe ich da mal in dieser Begriffswelt behaftet. Da muss man mit dem auseinandersetzen. Grundsätzlich ist es so, dass sowohl die Choreography und Orchestration in Englisch, zwei Aspekte einfach der Realisierung von Workflows betrachten. Das heißt, da sind wir wieder, ich bringe etwas zur Ausführung, ich möchte etwas automatisiert umsetzen, dann gibt es eben diese zwei Aspekte,
der Orchestration und der Choreografie. Und die Orchestration, da habe ich dann eine zentrale Instanz, die mir sozusagen den Kontrollfluss vorgibt. Das heißt, auch wenn ich jetzt mehrere Services habe, zusammenspielen müssen, das heißt, ich habe vielleicht eine Kundendatenbank, ich habe ein Buchungssystem, ich habe einen E-Mail-Server, der mir Notifikationen rausschickt, habe ich aber trotzdem eine zentrale Komponente und das kann jetzt zum Beispiel das Prozessmodell sein, die mir die Aufrufe dieser einzelnen Services in eine vorgegebene Reihenfolge bringt. Und sagt, gut, wir erreichen dann unser Ziel, wenn genau diese Services mit diesen und jenen Input-Parametern in dieser und jener Folge aufgerufen werden. Das Gegenstück dazu, das haben wir in der Choreografie. Und die beschreibt eigentlich, in Anführungszeichen, nur die notwendigen oder die möglichen Interaktionen zwischen Services. Das heißt, es ist eine Schnittstellendefinition. Was braucht der Dienst, was kann der bieten und kann er basierend auf der Schnittstelle zwei Services überhaupt miteinander reden lassen. Was da rauskommt, ist, kann man zum Beispiel als abstrakter Prozess definieren, wo der Nachrichtenaustausch zwischen den Ausführern definiert wird. Bei der Orchestration beschreibt das Verhalten des Ausführenden oder der Ausführenden in einer bestimmten Business Interaction, die durch diese Choreografie beschrieben wird. Und die Leute, die bei der SPPM aufpasst haben, die sollten sich da jetzt vage erinnert fühlen, dass da eigentlich ziemliche Parallelen gibt. Und auf die gehen wir nachher noch kurz ein. Ganz wichtig ist, wenn ich etwas wirklich zur Ausführung bringen will, zu automatisierten Ablauf bringen will, dann brauche ich auf alle Fälle diese Orchestrierungskomponente, weil da reicht es mit einem abstrakten Prozess, der den Nachrichtenaustausch definiert, nicht aus, weil ich da eben diese Ungewissheit habe, dass das System jetzt nicht unbedingt diese Reihenfolge rauslösen kann. Ob das jetzt immer in der Gestalt ist von einem komplett durchgetakteten Geschäftsprozessmodell oder das vielleicht eine losere Form ist, das geht natürlich schon, aber im Grunde eine Komponente, die diesen Ablauf steuert, die brauche ich immer, um etwas zur Ausführung zu bringen. Genau, da, spätestens da sollte man vielleicht an die Parallelen wirklich sehen. Denken wir jetzt an das Subjekt-Interaktionsdiagramm. Was definiert, wer sind denn meine Prozessbeteiligten? Was schicken die für Nachrichten hin und her? Was kann der an empfangen, vorbereiten, was kriegt er zurück? Kann man sich im Endeffekt als diese Choreografie vorstellen. Ich habe gewisse Services, zum Beispiel hier links und rechts die zwei grünen Kasten, die können irgendwas übermitteln, können irgendein Acknowledge empfangen, der kann ein Accept Purchase oder Nachricht verarbeiten, tut dann daraufhin irgendwas und schickt wieder was zurück. Und die Orchestrierung befindet sich dann eigentlich darin, dass ich sage, was passiert denn eigentlich an einzelnen Schritten, wenn ich so eine Nachricht in diesem Format empfange, was muss ich denn dann tun, um das aufzuarbeiten. Und da kann ich vielleicht auch Verzweigungen drinnen haben oder Alternativen, parallele Gateways etc. etc. Aber im Endeffekt ist das dann wirklich der Kontrollfluss. Und das geht dann in Richtung dieses internen Verhaltens oder dieses Subject Behavior Diagrams in der SPPM. Das heißt, ich habe da eine Kombination von beiden, dass ich das zur Ausführung bringen kann und so mittels verschiedener Services meinen gewünschten Workflow durchführen kann. Werde es ja haben bei Bestellprozessen. Ich muss irgendwie auf mein Lagerbestandssystem zugreifen, ich muss vielleicht irgendwie dem Lieferanten eine Nachricht schicken, der hat vielleicht eigene Schnittstellen. Ich brauche ein Kassensystem, ich brauche Buchhaltungssystem etc. Das heißt, ich muss aber diese einzelnen Datenquellen in Einklang bringen, um daraus meine Informationen zu generieren oder rauszuziehen, dass ich eben diesen kompletten Bestellprozess bzw. noch Lagerprozess durchführen kann. Gut, und nachdem wir jetzt nicht mehr darüber reden, schauen wir uns einmal an, wie schaut denn eigentlich so eine klassische Workflow-Umgebung aus. Wir machen da jetzt keine großartige Tool-Show oder Tool-Thema, das heißt für alle jene, die sich das wirklich mal anschauen möchten, genauer, sind da jetzt im Anhang vorbereitet, wirklich eine Step-by-Step-Anleitung, wie kann ich jetzt einmal ein einfaches BPMN-Modell und Anführungszeichen zur Ausführung bringen, was ist immer notwendig, beziehungsweise werden wir dann aber drei entsprechende, relativ detaillierte Videos in die Lernplattform stellen,
dass ihr einfach den Input habt, für, wenn ihr euch dafür entscheidet, den Function Prototype damit umzusetzen, dass ihr auch den Input habt. Kurzes, aber nicht, dass es vielleicht nicht die meisten abschrecke, aber trotzdem dafür eine Sache sozusagen. Es geht recht gut, dieses Kanonda. Es ist aber unterm Strich, gerade wenn man es das erste Mal macht, doch nicht zeitunaufwendig. Das heißt, dass man, wenn man es machen will, dann ist es sicher ein super Ding, dass man endlich da rauskommt. Man sollte aber relativ früh dann wirklich mit dem falschen Prototype anfangen. Weil sonst kann es passieren, dass dann am Ende vom Tag da steht und sagt, gut, ich kriege das nicht so aus, für was da immer, ich habe nichts. So, aber kurz als kleine Warnung. Aber im Endeffekt gehen wir da jetzt einmal reinschauen und vielleicht melden wir uns da jetzt nochmal ab. Im Endeffekt schaut es aus wie unsere Lernplattform und ich habe da schon mal zwei Übersichten. Das erste, was wir schon auf der Folie gesehen haben, ist mein sogenanntes Process Cockpit. Das heißt, ich habe da mal einen Überblick, wenn ich als der User die Rechte habe, zu sehen, wie viele Prozessdefinitionen haben wir da eigentlich drin, und das ist jetzt inhaltlich nicht begrenzt. Das kann jetzt wirklich der Urlaubsantragsprozess sein, der Stellprozess sein, ein Abrechnungs-, ein Rechnungslegungsprozess etc. Alles, was mir da zur Verfügung steht, kann ich da mal sehen. Und ich habe da auch einen Überblick, wie viele Running Process Instances gibt es, also wie viele Instanzen sind denn gerade aktiv und wie viele menschliche Tasks werden da gerade bearbeitet. Das heißt, ich habe da schon mal kurz einen Überblick, was denn da eigentlich passiert. Und ich kann auch reinklicken und sagen, gut, wir haben da jetzt nur ein Prozessmodell, das in diesem Rechnungslegungsprozess ist das bei uns, mal deployed und kann man auf dem System zeigen lassen, ja, wie viele sind da eigentlich aktiv, wo stehen die Einzelnen. Ich habe da jetzt einmal vier Instanzen, die kann man sich da im Detail anschauen. Und ich sehe, dass zwei Instanzen bei diesem Approve Invoice stehen und dann eine auch bei diesem Prepare Bank Transfer, bei dem anderen mal bei diesem Review von dieser Rechnung und habe damit da einen Überblick, wo steht das Unternehmen gerade zu dem aktuellen Zeitpunkt, was die Erledigung von der Arbeit betrifft. Und basierend auf diesen Daten werden dann auch, was vorher gesehen habe, diese Heatmaps erzeugt. Weil das System weiß zu jedem Zeitpunkt zum einen, wie das Netz aktiv und konkret in welchem Zustand, also in welchem Task, befindet sich die einzelne Instanz. Dann kann man natürlich da somit die entsprechende Datenbasis erzeugen, um zu sagen, da gibt es ein Bottleneck oder nicht. Genau, und man muss sich auch überlegen, und das ist, glaube ich, da ein guter Punkt, wo man es auch sehen kann, ist, wir haben es immer mit irgendwelchen Pools modelliert und irgendwelche Lanes modelliert. Und jetzt sind wir aber genau bei dem Übergang. Also ich bringe das zur Ausführung im Unternehmen, dass ich mir dann mal überlegen muss, was ist denn eigentlich bei mir diese Länge? Da haben wir jetzt so etwas wie ein Accountant. Wir haben einen Approver und wir haben irgendeinen Team Assistant. Ja, das ist mal richtig. Ich werde jetzt aber nicht im Unternehmen reinschreiben, kein Team Assistant und dann kommt wer, sondern es ist ja eigentlich eine Rolle. Und es gibt einfach Leute, die diese Rolle innehaben. Zum Beispiel, ich kann jetzt meine versteckte Leidenschaft ausleben und werde Buchhalter und bewerbe mich da jetzt am Institut als Buchhalter. Da gibt es bei uns diese Rolle als Buchhalter und diese Rolle wird in konkreter Form zumindest einmal instanziert von mir und vielleicht von einer Kollegin und nur einem Kollegen. Ja? Und das heißt, da muss man auch überlegen, nicht nur zum Beispiel, was für Rechnung habe ich denn, sondern wer bearbeitet denn die auch? Und das ist auch von Instanz zu Instanz abhängig. Das heißt, ich definiere ja da nur, das muss diesen Banktransfer, das muss ein Accountant machen. Ich definiere ein Prozessmodell, aber an keiner Stelle eigentlich, welcher Accountant ist. Ich sage nur, das muss ein Mitarbeiter sein, der dieser Gruppe der Accountants zugeordnet ist und alle entsprechenden Rechte besitzt. Und wer das macht, ist mir im Endeffekt egal. Ja, das schauen wir uns dann an, wie es dann in der Ausführung dann ausschaut. Aber da muss man wirklich im Unternehmen ein entsprechendes Rollenkonzept haben, dass ich das Mapping machen kann
was heißt denn eigentlich Accountant oder gibt es diese Gruppe an Accountants bei mir überhaupt oder welche Gruppe an Personen kann denn eigentlich diesen Team Assistant zum Beispiel übernehmen, diesen Part? So. Man kann jetzt mal kurz in dieses Admin-Ding reinschauen, das ist jetzt relativ unspektakulär, aber da sieht man das dann schön, trotzdem nur mal, ich kann neue Benutzer erzeugen, wirklich konkrete Personen, da ist in der Benutzer-Account 5 Leute drin und den kann ich dann einer gewissen Gruppe zuordnen. Gruppe wäre dann in unserem Fall, der ist in der Gruppe der Accountants und im Modell ist hinterlegt, gut, in diese Lane wird der Bauer Accountant, dann passiert das Matching, dass der Florian Krenn eben diese eine Lane ausführen kann. Spannender wird es jetzt dann eigentlich, wenn wir in diese Tasklist reinschauen. Und die Tasklist ist im Endeffekt nichts anderes als eine Übersicht der aktuellen Aufgaben, die ich gerade als der, der eingeloggt ist, durchführen muss. Ja? Da sehen wir dann eh links My Tasks oder My Group Tasks und da ist auch eine ganz wichtige Unterscheidung nochmal da. Wir sind jetzt in My Task drin, das heißt, ich habe jetzt einmal einen Schritt Assign Reviewer. Wir haben aber genauso eine Liste mit My Group Tasks und da sind mehr drinnen. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Was wir da jetzt sehen im Unterschied ist folgender. Ich sehe, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Aufgaben, die jemand in meiner Rolle machen kann und die benötigt werden, über verschiedene Instanzen hinweg, aber und die hat es nur keiner angenommen. Das heißt, die warten auf Bearbeitung. Das, was bei mir in My Tasks drin war, das war dann wirklich so, es war gut, das ist mein Task und den kümmere ich mich. Dann kann ich dann da sagen, gut, ich tue so gern Rechnungen kontrollieren. Ich klicke auf den Task, sage, passt, das übernehme ich. Dann wird das da rausgelöscht. Alle anderen, die in meiner Gruppe drin sind, sehen, okay, das ist kein offener Task mehr. Der wird schon bearbeitet, brauche ich nicht mehr machen, ich kann was anderes machen. Dafür habe ich jetzt da zwei Aufgaben drin, die es von mir zu bewältigen gibt. Das heißt, im Endeffekt ist einmal in dieser Sicht eine Aufgabenverwaltung. Dass dahinter jetzt immer eine Prozessinstanz steht oder ein Prozessmodell steht, das sehen wir da. Man kann sie auch zu jeder Zeit immer das eigentliche Prozessmodell anschauen, dass man einen Überblick hat, wo steht jetzt denn eigentlich mit dieser Aufgabe, wer braucht denn nachher von mir, was kommt denn da noch? Und mir wird immer angezeigt, was ist denn gerade der aktuelle Schritt. Und da sieht man jetzt auch nochmal konkret wirklich diesen Übergang zwischen Rolle und Person und Account. Ich sage, ich habe jetzt einen Task, der ist Assign Review, der muss irgendwie das kontrollieren. Und da kann ich dann explizit sagen, na, wer soll denn das eigentlich machen? Und da ist jetzt niemand mehr dabei, das ist jetzt der Accountant, sondern das sind wirklich eine Reihe von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, die diese Qualifikation beispielsweise erfüllen können. Sagen, gut, in dem Fall, das muss der John machen. Dann fliegt es bei mir raus. Und, dass das auch dann stimmt, können wir uns einmal als John einloggen. In dessen Tasklist reinschauen. Und dann sehen wir, dass hier eben dem mittlerweile schon zwei Rechnungen zugeteilt worden sind. Und das hätte er vorher nicht gesehen. Erst wie von mir aus, von dem anderen User, das zugeteilt worden ist, kriegt dann er den Task, was du kannst jetzt weiterarbeiten, der Prozess oder die Prozessinstanz in dem Fall ist jetzt wirklich so weit, dass weitergearbeitet werden kann, dass es deine Aktivität dran ist und du musst jetzt was machen, weil die anderen Leute drauf. Und genau das, da sagt man, macht das jetzt hinsichtlich des Function Prototypes, man macht sie drei Benutzer oder wie viel man immer hat und klickt sie mal sozusagen durch die Prozesse durch und kann jetzt sagen, was für Formulareingaben habe ich denn? Was für Beteiligte habe ich denn? Was für Entscheidungen müssen denn getroffen werden? Das kann man mit dem eigentlich sehr schön zeigen. Man kann auch sagen,
Wie schaut das aus, wenn man einen neuen Prozess startet? Was brauche ich denn überhaupt? Es geht darum, ich brauche irgendjemanden, der die Rechnung gelegt hat, um was für einen Betrag geht, für welche Kategorie. Ich kann dann auch sagen, ich tue irgendwelche Dateien hochladen und gebe dem irgendwie ein Invoice-Number. Ja? Und erzeugt dann sozusagen eine neue Instanz und kann das wieder von vorne durchspielen. Genau. Also das sind im Endeffekt diese Ausführungsumgebungen. Im Endeffekt schauen sie alle gleich aus. Das ist gerade das, was wir gerade erzeugt haben. Sieht auch wieder, kann man auch dann wieder Claim übernehmen und dann beginnt die neue Instanz zum zeigen. Was man da auch sieht, nur als letzter Punkt ist, wir haben es eigentlich gerade gestartet und sind eigentlich schon im zweiten Task drinnen. Das liegt einfach daran, weil diesen ersten Schritt, das Assign Approver Group, da ein Automatismus hinterlegt wurde, sprich wir haben eine Workflow-Automatisierung. Ich brauche nicht bei jedem Schritt, dass irgendein Mitarbeiter was auswählt und da weiterklickt, sondern ich kann einfach Regeln, Expressions und sonstige Sachen da, oder ein Skript dahinterlegen, die diese Entscheidungen für mich machen. Und ich brauche wirklich nur an den Stellen den Mitarbeiter einbauen, wo dann wirklich eine Mitarbeitereingabe notwendig ist. Genau, also soll jetzt einmal jetzt nicht eine tiefe Schulung in dieses Camundo sein, aber dass man mal einen Überblick kriegt, was heißt eigentlich Workflow-Ausführung, wie kann man sich das denn in weiterer Folge ausschauen, wie kann man sich das in weiterer Folge vorstellen und man soll jetzt auch mitnehmen diesen Link zwischen der Choreografie und Orchestrierung von verschiedenen Diensten, verschiedenen Tools im Unternehmen und was da eigentlich ein Prozess oder ein Prozessmodell für einen Mehrwert bieten kann. Oder vielleicht, wenn Sie dann eine Functional Prototype auswertet, denkt Sie an die Möglichkeit, das auch so darzustellen. Gut, wie gesagt, wen das interessiert, die Folie ist eine relativ detaillierte Anleitung mit den Download-Links, mit technischen Beschreibungen. Ihr kriegt Videos, wo wir das wirklich mal vom Null weg durchspielen, vom Modellieren bis zur Ausführung, dass man das anschauen kann. Und ja, gibt es zudem noch irgendwelche Fragen? Oder gibt es noch organisatorische, prototypische irgendwas Fragen, die wir erklären müssen für die nächsten zwei Wochen? Was vielleicht dazu sagen ist, der Doodle-Link wird heute ausgeschickt von uns zur Anmeldung. Da ist dann in zwei Wochen der Termin. Ihr könnt euch noch rechtzeitig vorab anmelden fürs Abgabegespräch. Und nächste Woche, danke für den Hinweis, nächste Woche wird wie beim letzten Mal nochmal die Möglichkeit sein, konkrete Fragestellungen zu machen. Das heißt, da wird es keinen Inhaltsinput für uns geben. Wir sind aber da und können sowohl inhaltliches als auch organisatorisches klären und diskutieren, sodass dann jeder fit für die Abgabegespräche ist. Vor allem zu Functional Prototype genügt ist, wenn wir die jetzt einmal zittern machen, wenn wir sagen, das hier ist unsere Lösung, das machen wir noch mal hübscher und nehmen wir zum Beispiel den Kunden so her. Danke, guter Punkt. Das, was man jetzt auf alle Fälle mitnehmen kann, ist, wenn man sich das anschaut, was muss dieser Functional Prototype beinhalten. Und ob es das Kanon ist oder nicht, ist mal dahingestellt, aber wir haben es genau gesehen. Es gibt drei Rollen, die kriegen unterschiedliche Tasks zugewiesen. Es gibt vielleicht sowas wie Formulare, die ich eingeben muss. Es gibt sowas wie Datentypen. Ja? Und dass man sich das überlegt, wie schaut denn das aus? Was für Informationen muss ich denn erheben? Was wird weitergeleitet? Wie ist die Abfolge von dem? Auf welcher Basis können Entscheidungen getroffen werden? So wie man es da jetzt gerade in dieser Rechnungslegung gesehen hat. Ja? Auch, was für Sachen werden automatisiert durchgeführt? Welche Sachen macht ein Mitarbeiter oder muss ein Mitarbeiter machen? Welche Systeme sind da drin? Das muss bei Functional Prototype rauskommen. Ja? Auf so einer Granularität, dass ich eigentlich sagen kann, ich bringe es von dem Informationsreichtum, der da ist, da in das System rein und der Computer kann es eigentlich für mich durchführen. Ob das jetzt das Camund ist, ist eine Möglichkeit, ja, aber ich sage nicht zwingend machen. Gut, wenn es dann keine weiteren Fragen mehr gibt, belassen wir es dabei, bis nächste Woche.